Trotz all der Unannehmlichkeiten war Lang mit dem Leben im Hochhaus zufrieden. Er war bereit, weiterzugehen und das Leben zu erkunden. Wie genau, hatte er noch nicht entschieden. Tut mir schrecklich leid. Ich werde es überleben. Ich dachte, da wohnt noch keiner. Bin gerade erst eingezogen. Sie sind ja ein Prachtexemplar. Kommen Sie doch nachher auf einen Drink hoch. Sie wissen noch nicht, wie das alles hier läuft, habe ich recht? Aber ich lerne schnell. Sie haben all das gebaut. Ich habe meine ganze Energie in dieses Hochhaus gesteckt. Ich bin der Architekt meines eigenen Unglücks. Ist das ein Pferd? Vermutlich. Im 40. Stock? Ihr Mann ist anscheinend fest entschlossen, den Himmel zu besiedeln. Und wer kann es ihm verübeln, wenn man bedenkt, was sich da unten abspielt auf Straßenniveau? Und, wie lebt sich's da oben? Bereit für Wahnsinn, Narzissmus und Stromausfälle. Wir bezahlen dasselbe wie die oberen Etagen. Wir wollen unseren Anteil am Strom. Wenn wir es uns wenigstens leisten könnten, in ein höheres Stockwerk zu ziehen. Ich glaube, wir sollten uns darauf gefasst machen, auf gewissen Widerstand zu stoßen. Diejenigen, die hier wirklich gefährlich sind, sind diese verschlossenen Typen wie du. Vielleicht hast du recht. Was macht ihr da? Was macht ihr da drin? Kinderkrankheiten. Das Gebäude muss ich noch setzen. Ist es nicht merkwürdig, dass ein Mann aus dem 39. Stock stürzen kann? Ohne dass ein Streifenwagen hier aufkreuzt? Wo bleiben die Sirenen? Was hast du da? Ein Kaleidoskop. Und was kannst du dadurch sehen? Die Zukunft. Ach,